Moin zusammen, hier ist Jens vom Kanal Move Electric oder grüß euch, wie man hier so schön sagt, denn wir befinden uns in der Steiermark in Österreich. Jawohl, wir sind hier im Urlaub und zwar mit unserem Model S Long Range 1057 Kilometer von Bremen runtergefahren. Dass das überhaupt kein Problem ist und dass der Wagen eher zu viel Reichweite für uns hat. Ja, wieso das sein kann, erfahrt ihr natürlich in diesem Video, denn wir sind wieder unterwegs mit Kind, Kegel, Hund und Dachbox. Und was wir sonst noch in diesem Urlaub erlebt haben, das seht ihr natürlich hier in diesem wunderschönen Roadtrip-Video. Kleiner Vorgeschmack gefällig, dann mal los! Ja, ihr könnt euch vorstellen, der Urlaub war super cool. Wir haben natürlich nicht nur das erlebt, sondern auch noch viel mehr, also unbedingt dranbleiben. Wir fahren in zwei Etappen, hauptsächlich wegen Myla, die ja hinten im Kofferraum ist, weil bis zu unserem Ziel in Österreich wären es sonst mit dem Wagen so 10, 11 Stunden und das wollen wir einfach nicht durchfahren. Also man könnte natürlich durchfahren, aber mit Hund hinten im Kofferraum, das machen wir nicht. Deswegen machen wir das Ganze in zwei Etappen. Wir fahren heute die erste Etappe bis kurz hinter Würzburg, nämlich ins schöne Rothenburg, nein, nicht Wümme, sondern Rothenburg ob der Tauber. Schöne mittelalterliche Stadt, werdet ihr im Laufe des Videos noch sehen. Wunderbar. Und das sind bis dahin ungefähr 550 Kilometer. Ja, und theoretisch könnte man das mit dem Model S hier sogar durchfahren, ohne Laden. Man müsste dann nur ein bisschen langsamer fahren. Das machen wir natürlich nicht ganz so, aber der Wagen schlägt mir jetzt vor, ich soll in 4 Stunden das erste Mal laden nach 407 Kilometer in Motten am Supercharger. Aber ganz ehrlich, 4 Stunden durchfahren mit Hund hinten drin, never. Wir sind jetzt hier in so einem Autohof, direkt an der Autobahn in Kirchheim und wir laden jetzt hier, wir sind mit 22% angekommen und wir haben direkt hochgeballert bis 251 kW, so muss das. Also wir stehen jetzt hier viel zu kurz, wir würden jetzt hier gerne was essen, hier gibt es auch einen Burger King, hier gibt es auch so ein Café, sieht eigentlich ganz gut aus, gibt es auch eine riesen Shell-Tankstelle und ja, jetzt essen wir was, das wird mit Sicherheit länger als eine halbe Stunde dauern. Und ich denke mal, in 25 Minuten ist der Wagen wieder voll, also muss ich wahrscheinlich zwischendurch mal umparken, sonst zahle ich ja Strafgebühr. Naja, der Hund kann auch was essen, wird auch mal Zeit. Wie gesagt, wir sind jetzt über 3,5 Stunden unterwegs gewesen und der Wagen hätte noch gekonnt, aber ja, wir leider nicht mehr und der Hund schon gar nicht. Und hier in dem Autohof gibt es auch 2, 4, 4 Shell Recharge Säulen. Und ist gerade wieder ein BMW i4 vorgefahren und wollte dort laden und müht sich jetzt ab, die Säulen zum Laufen zu kriegen. Ja, ist echt ein Trauerspiel. Also hier neben mir lädt jetzt noch ein e-tron an Tesla und wahrscheinlich weiß er warum. Ja, der i4 ist tatsächlich frustriert wieder weggefahren. Also hier Shell Recharge. Ich weiß nicht, ob ihr euch da wirklich einen Gefallen mit tut mit solcher Hardware. Also auch die Tritiumsäulen, die ihr neuerdings einsetzt und diese Hardware, die funktioniert einfach so unzuverlässig. Man kriegt sie irgendwie nicht zuverlässig zum Laufen. Zum Glück ist hier beim Burger King noch Ionity und da ist der i4 jetzt hingefahren. Das funktioniert wenigstens einigermaßen zuverlässig. So, nach der Pause fahre ich jetzt mal hinten mit. Der Silla fährt vor, ne?
Weil dann kann ich jetzt endlich mal zum allerersten Mal das Entertainment hier auf den Rücksitzen während der Fahrt genießen. Also Film gucken, YouTube machen, was weiß ich, irgendwas, was mich so ein bisschen entspannt, wo ich nicht fahren muss. Also ja, das probiere ich jetzt mal aus. Der Tauber ohne Waffenkammer. Dann werden wir uns erstmal eindecken mit mittelalterlichen Breitschwertern. Ja, ist das nicht geil hier? Also Rothenburg ist echt bezaubernd, super schön mittelalterlich. Und das hier ist irgendwie ein Teil der alten Stadtmauer, wo man oben langlaufen kann. Also richtig cool. Aber nichts für Leute mit Höhenangst. So, wir sind an Tag 2 unserer Tour. Wir fahren jetzt hier von Rothenburg ob der Tauber weiter Richtung Tauplitz. Das ist in der Steiermark oder wo ist das? Salzkammergut? Steiermark? Salzkammergut. Salzkammergut, genau. Am Hallstätter See. Hallstätter See. Also 20 Kilometer entfernt ungefähr. Da ist unser erstes Ziel. Da machen wir Station für eine knappe Woche. Und jetzt haben wir nur noch 40% im Akku, weil wir gestern Abend nicht mehr laden konnten. Hier in der Stadt gibt es ja gar nichts, also in der Altstadt. Und extra nochmal rausfahren oder unterwegs nochmal stehen, hatte ich keinen Bock. Das heißt, wir fahren jetzt weiter. Navi sagt, wir sollen, wo sollen wir denn laden? In Hilpoltstein. Das ist jetzt 114 Kilometer von hier. Da machen wir dann ja eine Station und laden da. Wahrscheinlich laden wir nochmal, bevor wir da sind in Tauplitz, damit wir dann in Tauplitz irgendwie ein bisschen rumfahren können. Das weiß ich noch nicht, das werden wir einfach uns überlegen. Aber jetzt geht's erstmal los. Mega. Elektrisch? Ja, elektrisch. Super! Super! Ja, jetzt laden wir also in Hilpoltstein. Hat eine Weile gedauert, bis wir hier angekommen sind. Wir mussten ja irgendwie 120 Kilometer rund fahren und das war fast 80% Bundesstraße, so eine Querverbindung zwischen der A7 und der A9. Und das ging sehr langsam. Aber gut, wir sind hier angekommen mit 18%, glaube ich, oder 19%. Ich habe gar nicht so genau darauf geachtet. Und wir laden jetzt hier mal an Allego und haben tatsächlich hier 212 kW.
Ist ganz in Ordnung, finde ich. Steigt auch noch ein bisschen. Und bis Tauplitz sind es jetzt noch 270 Kilometer. Also eigentlich reicht jetzt hier dieser Ladestopp, um dort runterzufahren. Aber wir haben es jetzt 11:30 Uhr. Und ich glaube, wir wollen noch irgendwo Mittag machen. Das heißt, ich lade jetzt hier gar nicht so richtig voll. Wahrscheinlich nur bis 50, maximal 60. Und dann machen wir um 1:30 Uhr noch irgendwo eine Mittagspause. Und da laden wir dann auch noch mal. Vorgeschlagen wird jetzt hier Irschenberg. Weiß ich noch nicht. Das ist gar nicht so weit weg. Ob ich da jetzt hinfahre, muss ich mal gucken. Das sind irgendwie nur 170 Kilometer von hier oder so. Mal sehen, wie es dann ist. Das ist hinter München. Ja, also seht ihr mal. Also man könnte mit zwei Ladestopps von Bremen nach Österreich durchkommen. Aber wir wollen es gar nicht, sondern wir wollen eigentlich ein bisschen öfter Pause machen. Naja, jetzt stehen wir hier ungefähr eine Viertelstunde. 5 Minuten stehen wir schon. Wir haben schon 32% drin. Geht halt rasend schnell. 213 kW, 214 kW jetzt. Also lange dauert es nicht mehr, dann fahren wir weiter. Reicht gerade, damit der Hund mal Gassi kann. So, wir haben in 11 Minuten auf 54% hochgeladen. Das reicht uns locker, um jetzt hier weiterzufahren. Wir fahren jetzt erstmal nach Irschenberg. Da kommen wir jetzt mit, wie viel, 13% an. Und dann gucken wir mal, ob wir da noch ein bisschen weiterfahren oder nicht. Irschenberg ist ja hinter München, kurz vor Österreich. Da könnten wir auch Mittagspause machen. Das, glaube ich, das passt schon ganz gut. Also 11 Minuten, Leute, eine 11 Minuten Pause zum Laden. Jetzt bin ich hier gerade vorbeigefahren, scheiße, während ich laber. Jetzt muss ich noch einmal wenden. Ich kann es gar nicht fassen. Wir haben es nicht mal geschafft, mit dem Hund so richtig Gassi zu gehen. Myla musste quasi ganz hektisch einmal kurz was machen und dann auch schon wieder rein. So, und jetzt sagt mir mal einer, dass auch 800 Volt Autos jetzt hier wahnsinnig im Vorteil wären. Ich meine, in Relation, ich meine, das ist hier ja nun ein 400 Volt Auto. Und wir haben jetzt hier eine 11 Minuten Pause hingelegt. Das ist einfach so schnell, wie dieses Model S hier lädt. Da ist man in 20 Minuten, 25 Minuten meistens wieder weg. Man muss ja nicht bis 100% hochladen. Also die Reichweite hier von dem Auto ist so gut und die Effizienz, dass man mit dem, was man nachlädt, ohne Ende Kilometer kommt. Also ich bin wirklich von den Socken. Das ist ja meine erste richtige Langstrecke hier mit dem Auto. Und das macht echt Spaß. Ja, wir sind jetzt hier am Irschenberg Supercharger und laden jetzt hier. Das Doofe ist, dass es hier außer eine große Tankstelle jetzt nicht wirklich irgendwas gibt, wo man was Vernünftiges zu essen kriegen kann. Da vorher, vor diesem Supercharger, da gab es jede Menge Restaurants, Burger Kings, McDonald's, Kentucky Fried Chicken, diese ganzen Spezialitäten-Restaurants für Gourmets, ihr kennt die alle. Das ist aber bestimmt 2 Kilometer von hier oder 1 Kilometer von hier. Wir mussten die Straße noch viel, viel weiter runterfahren. Ja, doof. Jetzt müssen wir gucken, ob es an der Tanke was gibt. Da gibt es einen Shop und Bistro. Wahrscheinlich irgendwie sowas wie Baguette. Ja, gucken wir mal. Ja, Irschenberg. So geht es irgendwie auch. Ne? Also hier ist ein schöner Hügel mit so geilen Liegen. Myla kann im Schatten liegen. So geht es auch. Wenn der Rest auch doch irgendwie abturnt ist. Und wenn ihr jetzt auf den Geschmack gekommen seid und euch vielleicht im nächsten Elektroauto zulegen wollt, dann habe ich 2 Tipps für euch, die bares Geld wert sind. Erster Tipp, THG-Quote. THG-Quote bedeutet Treibhausgas-Emissionsquote und die ist für euch bares Geld wert. Damit bekommt ihr sozusagen jedes Jahr Urlaubsgeld, nur weil ihr Elektroauto fahrt. Ich habe mein Auto zum Beispiel bei Geld für E-Auto angemeldet. Die kümmern sich um den ganzen Rest und haben in den letzten Jahren schon über 30 Millionen Euro an THG-Quoten ausgezahlt. Einfach registrieren, Fahrzeugschein hochladen und der Rest geht völlig automatisch. Dort könnt ihr bis zu 380 Euro für eure THG-Quote bekommen jedes Jahr. Das ist aber nicht die Garantiesumme, sondern quasi der Risikobetrag. Der richtet sich nämlich nach Angebot und Nachfrage und die Preise schwanken jeden Monat. Wenn ihr euch für die Garantiesumme entscheidet, dann bekommt ihr ganze 250 Euro. Und wenn ihr euch über meinen Link unten in der Videobeschreibung bei Geld für E-Auto anmeldet, dann bekommt ihr dazu sogar noch 10 Euro on top, garantiert. Und der zweite Tipp ist für all die, die vorhaben, sich demnächst einen Tesla zu kaufen.
Das macht ihr ja in der Regel online und das solltet ihr dann unbedingt über einen Empfehlungslink machen, denn mit so einem Empfehlungslink bekommt ihr bis zu 1000 Euro Rabatt auf den Kaufpreis. Und darüber hinaus bekommt ihr noch Gutscheinpunkte und die könnt ihr im Tesla Shop zum Beispiel gegen Freikilometer eintauschen oder gegen einen Destination Charger. Wenn ihr noch keinen Empfehlungslink habt, dann solltet ihr einen Freund fragen, der in Tesla fährt, oder ihr betrachtet mich als euren Freund, dann könnt ihr meinen Empfehlungslink benutzen für den Kauf eures nächsten Teslas. Den findet ihr unten in der Videobeschreibung und dann bekomme ich auch ein paar Gutscheinpunkte und kann die dann auch wiederum eintauschen, zum Beispiel gegen weitere Freikilometer und dann kann ich wieder in Urlaub fahren und drehe wieder so schöne Roadtrip-Videos wie dieses hier. Also Win-Win! So, nachdem wir uns ein bisschen gestärkt haben, was leider nicht so pralle war, also was hattet ihr? Wiener Würstchen mit Senf und ich hatte ein Käsebrötchen. Viel mehr war hier nicht zu holen. Jetzt haben wir noch 215 Kilometer vor uns. Wir sind bis 90% vollgeladen, haben ungefähr eine halbe Stunde hier gestanden. Und dann würde ich sagen, starten wir wieder auf zum Endspurt Richtung Österreich. Ja, leider ist der Stau hier immer noch da. Auf der A8 sind wir jetzt gerade. Sind wir auf der A8? Ja, ne? Ja. Ich sehe da vorne die Berge, aber ich sehe auch jede Menge Blechlawinen hier. Und es ist echt scheiße. So stehen wir hier. Wir brauchen jetzt laut Navi 3 Stunden für 214 Kilometer. Das ist natürlich heftig. Also scheinbar dauert das hier noch. Echt blöd. Wir sind angekommen in Tauplitz. Hat doch echt ein bisschen lange gedauert, weil wir unheimlich viel Stau hatten. Wir sind jetzt insgesamt gefahren, tatsächlich über 1000 Kilometer. 1034 steht hier, aber ich habe erst nach 12 Kilometern den Trip zurückgesetzt. Also waren es in Wirklichkeit 1046. Und wir haben dreimal geladen, einmal für eine halbe Stunde Mittagspause gemacht, einmal für 11 Minuten und dann nochmal für eine halbe Stunde Mittagspause gemacht. Und haben einen Durchschnittsverbrauch, haltet euch fest, von 19,7 Kilowattstunden. Und das mit dem riesen Model S plus Dachbox obendrauf. Und auf der Autobahn sind wir wirklich immer da, wo es ging, 130 gefahren, oft auch mal 135. Gut, wir hatten Baustelle, wir hatten Stau und am Ende hatten wir hier in Österreich 100 Kilometer Landstraße. Aber unter 20 Kilowattstunden auf über 1000 Kilometer, im Prinzip fast nur Autobahn, Hammer. Und dreimal geladen, Leute. Also insgesamt für, was haben wir gesagt, 60 Minuten, 70 Minuten. 70 Minuten Pause gemacht. Innerhalb von 2 Tagen auf über 1000 Kilometer. Jetzt packen wir erstmal aus und checken in die Ferienwohnung ein. Muss nachher gleich noch in die Tiefgarage fahren. Und dann machen wir uns einen relaxten Abend. Und ab morgen kann hier der Urlaub beginnen. Tauplitz liegt übrigens so auf 800 Meter Meereshöhe, glaube ich, in der Nähe vom Hallstätter See. Und da fahren wir nämlich morgen hin nach Hallstatt. Und dann geht der Urlaub erstmal richtig los. Einen sehr langen Flur, aber ziemlich viel Holz. Hier haben wir unsere Küche, Terrasse. Und schaut euch mal diesen Blick an. Was ist, Myla? Willst du spielen? Ja. Achtung! Aber ich zeige erst den Leuten unsere Wohnung. Moment. Ja, das ist Lukas Reich. Wohnzimmer, aber gleichzeitig Schlafsofa. Medienecke. Und hier ist das Schlafzimmer. Was auch schön ist, diese ganzen Holzpaneele sind alle mit LED hinterleuchtet. Das sieht mega cool aus. Dann haben wir noch das Badezimmer. Auch relativ lang und eine Sauna.
Hier auch überall schöne Holzeinbauten. Sehr schön gemacht, finde ich. Meiler steht wieder im Weg. Achso, hier im Wohnzimmer übrigens auch hinterleuchtet. Das sieht einfach echt cool aus. So, Leute, ich quäl mich hier ohne Ultraschallsensoren aus der Tiefgarage. Vision Only piept und macht Geräusche und flippt völlig aus, weil es ist alles viel zu eng, aber trotzdem passt der Wagen durch, weil mein Augenmaß einfach besser ist als das, was Tesla hier leider mit den Kameras macht. Aber anderes Thema, das Video dazu habe ich ja schon gemacht. Wir fahren jetzt nach Hallstatt an den Hallstätter See. Da freuen wir uns mega drauf. Da fahren wir vielleicht ein bisschen Boot, mal gucken. Also das ist so mein Traum, mit dem Boot auf dem Hallstätter See rumzudümpeln. Ich hoffe, das macht Maila mit. Ich bin gespannt. Auf jeden Fall wandern wir da noch ein bisschen rum. Das ist von hier aus 37 Kilometer. Wir brauchen 43 Minuten. Wir haben jetzt noch 42% im Akku von gestern noch. Ja, und wenn wir da sind, haben wir 39%. Also wir verlieren fast nichts hier. In Tauplitz, das ist ja so ein Skitourismusort, der ist aber sehr, sehr klein. Ich weiß nicht, ich würde mal schätzen, so 300 Einwohner höchstens. Ja. Da gibt es aber mindestens 4 oder 5 Wallboxen, also öffentliche, die mit RFID freizuschalten sind. Habe ich noch nicht gemacht, aber vielleicht schließe ich mich heute Abend mal an, um das mal auszutesten. Mal gucken. Irgendwie fahren wir jetzt eine komische Strecke, sehe ich gerade. Also richtig. Ja, aber gestern sind wir anders gekommen. So, Leute, jetzt geht's los. Und wenn wir in Hallstatt sind, natürlich melden wir uns dann wieder, damit ihr nichts verpasst.